Hallo, liebe Online-Gemeinde. In der Vorbereitung für den Impuls zum Sonntag Reminiscere, dem zweiten Sonntag in der Passionszeit, schlage ich mein Lexikon auf. Erinnerung. Die. Im Psychologischen die Bezeichnung für einen Gedächtnisinhalt, eine abgespeicherte Information, die aus dem Gedächtnis abgerufen wird oder im Bewusstsein auftaucht. Wenig prosaisch. Genauso auch ein Nachschlagen bei Wikipedia. Erinnerung oder auch Gedächtnis, Memory, Erinnerung im rechtlichen Sinne, Memorandum als Begriff im Bürowesen, Reminiszenz als Anklang an etwas Früheres, alles irgendwie nicht so richtig greifbar, nicht so richtig packend. Vielleicht hilft der Blick in den guten alten Stohwasser. Alte Lateiner wissen sich ja zu helfen. Reminiscere. Sich ins Gedächtnis zurückrufen, sich auf etwas besinnen, seine Sinne darauf ausrichten, etwas gedenken. Das klingt doch schon etwas blumiger, etwas aktiver, etwas, dem ich mich bewusst zuwende. Eine Erinnerung, der sich die nach Babylon verschleppten Israeliten zwar mit großer Traurigkeit und Wehmut, aber immer wieder aktiv zuwandten. Wie schön war es, als wir in Zion leben konnten, in den meisten Fällen im Einklang mit Gott, seinen Geboten der Tora, seiner Barmherzigkeit. Wir haben zu Anfang den Kanon gehört. Und vielleicht hatte auch der eine oder andere, der nach Babylon verschleppten, sinnierend am Ufer des Euphrat sitzend, das alte Psalmlied von David im Ohr. Hört Worte aus dem 25. Psalm. Nach dir, Herr, verlange mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Wirkliches Erinnern ist nicht nur eine
einfache, reine Gedächtnisleistung. Wirkliches Erinnern, wie es uns der Psalm offenbart, ist nicht nur ein Erinnern nach rückwärts, sondern auch vorwärts gedacht. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Ein Wunsch, der das zukünftige Wohlergehen mit dem Erinnern an das frühere Wohlergehen verbindet. Ein besonderes Erinnern findet in diesem Jahr in Deutschland statt. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Am letzten Sonntag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Jubiläumsjahr in der Kölner Synagoge mit einem Festakt eröffnet. Mit einer besonderen ökumenischen Plakataktion beteiligt sich auch die evangelische Kirche an diesem Jubiläum. Auf Plakaten werden die Gemeinsamkeiten unserer Religionen aufgezeigt. Und es wird in besonderer Weise das hohe Kulturgut hervorgehoben, wie sehr wir miteinander verwoben sind und wie ähnlich wir uns doch im Feiern und im Glauben sind und wo unsere gemeinsamen Wurzeln liegen. So auch, wenn wir darüber nachdenken, wie Gott uns Barmherzigkeit erfahren lässt und wir mit ihm Versöhnung feiern können. Jesus, unser Bruder und Herr, so lesen und glauben wir es in den Evangelien, hat die Versöhnung mit Gott unter uns Menschen gebracht. Eine Versöhnung, wie wir Menschen sie nicht machen können. Eine Versöhnung, die von Gott kommt. Eine Versöhnung, die die Barmherzigkeit aufleuchten lässt, mit der wir den Psalm gehört haben und mit der wir das Lied von den Wassern Babylons hören können. Wir brauchen uns nur eine kurze Zeit zurückzuerinnern und noch einmal in das Weihnachtsgeschehen zu versenken. Und dann nach vorne denken, in den Abschluss der Passionszeit, in der wir uns gerade bewegen. Und so heißt es im Johannesevangelium, und das ist ein weiterer Text unseres Reminiscere-Wochenendes. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Welch eine wunderbare Zusage in schwierigen Zeiten. Welch ein wunderbares Erinnern im tiefsten Reminiscere-Gedanken. Ein sich ins Gedächtnis rufen, ein sich auf etwas besinnen. Ein wirkliches Erinnern auf etwas Erfahrenes Gutes mit der Hoffnung auf Fortsetzung durch Gottes gnädiges Handeln. Ein inbrünstiges Betendes, gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Gott selbst sagt uns seine Barmherzigkeit, seine wunderbare Eigenschaft, auf den Kopf zu, lässt sein warmes Herz für uns und unsere Herzen höher schlagen. So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. Amen. Wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt.
an toten Zweigen. Nein, ich mag dich trotzdem, Kuss, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihen, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. Tau auf dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand, wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot Land in Sicht, wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der Hoffnung weckt, wie ein Licht auf steilen